Sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen zu der heutigen Fuchsgala und zunächst mit einem Missverständnis aufräumen. Ich bin kein Zauberer. Ich freue mich außerordentlich, dass wir in Bamberg auch in diesem Jahr das Festival Bamberg Zaubert erleben dürfen. Wenn in Hogwarts Sommerferien sind, treffen sich seit 15 Jahren die Zauberer in Bamberg. Seit 10 Jahren gibt es die Fuchsgala. Heute ist Jubiläum. Darüber freuen wir uns besonders. Bamberg zaubert in Zahlen heißt über 2000 Bewerbungen. Über 100 Künstler werden eingeladen aus der ganzen Welt, aus über 20 Nationen. Es gibt 500 Auftrittspunkte hier im Weltkulturerbe Bamberg. Und wir erwarten über 150.000 Besucher bei bestem Wetter. Wir haben so viele Zauberer heute und in den nächsten Tagen in Bamberg, da ist das Wetter immer zauberhaft und immer schön. Ich lade alle Sie herzlich ein, hier nach Bamberg zu kommen. Auf den 25 Auftrittsflächen in der Innenstadt wird ab dem 19. Juli gezaubert. Es gibt Magie, es gibt Jonglage, es gibt Straßenkunst. Genau genommen ein wunderschöner Platz, um sich verzaubern zu lassen für 3 Tage. Im Vorfeld von Bamberg zaubert, dem 15. Internationalen Straßen- und Varieté-Festival, gibt es die Gala, die Fuchsgala, mit den besten Varieté-Künstlern aus ganz Deutschland. Dafür gibt es noch Restkarten für den Samstag und den Sonntag. Es lohnt sich, wenn man sich ein wenig verzaubern lassen möchte, hier im E.T. Hoffmann Theater in Bamberg. Es ist wirklich sehr einfach, auf diesen kleinen Ball zu achten. Und auch die Spielregel bei dem Spiel ist total simpel. Ich erkläre es mir dann, wenn ich den Ball direkt vor Ihren Augen in den Becher gehe, ja, und ihn aus dem Becher raus und ihn direkt vor Ihren Augen in meine Tasche stecke, müssen Sie mir sagen, wo er ist. Ob er in der Tasche oder in dem Becher ist. Das ist alles. Spielregeln verstanden? Okay, dann legen wir los. Da ist der Ball. Ja, hallo, mein Name ist Jürgen Winkler. Ich finde es super, hier wieder hier zu sein. Ich bin zum 5. Mal mit dabei und freue mich auch schon auf dem Straßenfestival nächste Woche. Da sind wir auch aktiv dabei und ist halt ein Highlight für Bamberg. Bamberg zaubert wunderbar, also es ist einfach faszinierend. Im letzten Jahr habe ich die Gala leider verpasst und habe es bitter bereut. Darum freue ich mich heuer umso mehr wieder dabei zu sein. Heute haben wir einen besonderen Abend in Bamberg, nämlich der Auftakt für Bamberg zaubert hier im Theater. Es ist immer ein großes Ereignis, vor allem es wird unheimlich viel geboten. Und an einem lauen Sommerabend, so wie heute, ist es natürlich eine tolle Sache, hier das erleben zu dürfen. Ja, ich bin ein absoluter großer Fan der Fuchsgala. So Kleinkunst ist ja heute ein bisschen verloren gegangen und ich finde, dass das unglaublich gut hier gemacht wird. Zum einen natürlich in der Fuchsgala, aber dann natürlich auch bei Bamberg zaubert. Das ist eine einmalige Veranstaltung und ich glaube, alle, die dann jetzt ein bisschen das Innenstadtthema kritisieren, die wissen gar nicht, was sie verlieren würden, wenn das nicht mehr stattfinden würde, weil da beneidet uns viele in der ganzen Republik drum. Ich muss das Brötchen wegzaubern. Genau. Jawohl, super. Genau.